Nachdem wir wahrscheinlich gestern Kirby's Adventure durchgespielt haben als ein Part Let's Play, kommen wir doch jetzt zu Kirby's Adventure. Zu einem meiner Lieblings-Kirby-Spiele, würde ich sagen. Ich mag Kirby's Adventure, ist sehr schön. Ich dachte mir, weil wir Kirby's Dreamland so angefangen haben, können wir Kirby's Adventure auch mal hier mit der Beschreibung kurz anfangen. Als einziges Kirby-Spiel, das jemals für das NES entwickelt wurde, war Kirby's Adventure ein innovatives genau das war es, Jump'n'Run, in dem Kirbys Kopierfähigkeit eingeführt wurde. Durchs Einsaugen von Gegnern kann Kirby Laser abfeuern, in Flammen aufgehen, das klingt nicht positiv, aber okay, einen riesigen Hammer benutzen und vieles mehr. Kirby kann auch die Spezialpower verschiedener Gegner miteinander kombinieren, was manchmal unerwartete Ergebnisse zur Folge hat. Ja, irgendwie. Außerdem gibt es jede Menge Minispiele zu entdecken. Genau wie Kirby steckt Kirby's Adventure voller Überraschungen. Und damit beginnen wir mit Kirby's Adventure. Als erstes zeigt man natürlich einen Kreis und dann macht man das und das. Presto, Kirby ist gemacht. Also wenn ihr mal Kirby zeichnen wollt, so schnell geht's. Vor allem mit dem Pinsel. Und dann war's. Das war's. Ja. Was ist hier eigentlich die Story? Die Buch hat nicht erklärt, oder? Wird die erklärt, wenn ich hier mal kurz pausiere? Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich habe Kirby's Adventure viel gespielt, aber ich glaube, so wurde das Spiel gestartet. Aber gibt es eine Story-Introduction? Okay, hier haben wir den berühmten Kirby von Dreamland. Er kann laufen. Okay, ganz ehrlich, das ist nicht die Story, die ich will, aber wir haben ihn gehabt, okay. Ja, es geht, glaube ich, darum, dass DDD das Traumzepter aus dem Traumbrunnen genommen hat. Zumindest wenn ich Nightmare in Dreamland noch in Erinnerung, weil Nightmare in Dreamland ist das Remake zu dem Spiel. Und da wurde die Story tatsächlich noch erzählt. Minimal. Und ja, DDD hat dieses Traumzepter gestohlen und es in mehrere Teile aufgeteilt und an seine Schergen weitergegeben. Und die beschützen dieses Traumzepter jetzt. Und weil das Traumzepter nicht mehr da ist, haben jetzt alle Albträume oder keine Träume mehr. Irgendwie so war das. Und Kirby ist jetzt da, um die Träume zu retten in Dreamland. Genau. Ich habe vor, erstmal Vegetable Valley Level 1. Schön. Ich liebe diese Intro-Sequenzen. Es ist wirklich voller Liebe. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Ich habe das Spiel nie auf 100% gespielt. Deswegen sage ich es mal, ich probiere es mal auf 100% zu spielen. Ich weiß aber nicht, ob ich es mache. Ich glaube schon. Weil ich hätte es gerne mal gemacht. Die Switch Online-Version besitzt zwar, glaube ich, einen 100% Spielstand. Also, es gibt noch eine zweite Kirby's Adventure-Version hier auf Switch Online. Und die ist auf 100% schon. Weil das ist ganz angenehm. Die haben dann manchmal solche 100%-Versionen schon gemacht. Damit Leute sich nicht durch die 100% quälen müssen. Finde ich ehrlich gesagt ganz nett. Genau. Ja, Kirby hat jetzt in diesem Spiel Fähigkeiten im Gegensatz zu Dreamland. Kirby kann jetzt auch rutschen. Also, er kann kicken. Ich nenne es kicken. Ich benutze es nicht sehr gerne, aber es existiert. Genau. Was wir für die 100% machen müssen, mal ganz kurz gesagt, es gibt in manchen Leveln Schaltern. Und diese großen Schalter, die müssen wir betätigen. Und ja, das ist eigentlich genau das, was die 100% ausmachen. Wir müssen halt in jedem Level, welches einen Schalter besitzt, den Schalter drücken. Welche Level besitzen Schalter? Das werden wir irgendwann herausfinden, wenn wir ein Level geschafft haben. Ich weiß nur, dass wir den Schalter erst in Welt 3 beginnen. Das heißt, Welt 1 und 2, die werden schön sein. Genau. Kirby's Adventure. Kirby's Adventure. Ist mein erstes Kirby-Spiel, glaube ich, gewesen. Also ich kannte Kirby jetzt auch nur durch Smash Bros. Kranfieber, ja, cool. Man kann halt so ein Kran-Ding Kirbys ziehen. Ich glaube, ich war da nie gut drin. Aber ich mag diese kleinen Minigames. Man kann ja halt One-Ups bekommen. Ich glaube, die Großen geben wahrscheinlich 3 One-Ups. Und die Kleinen, der Kleine gibt wahrscheinlich nur 1 One-Up. Mal schauen, ob ich es geschafft habe. Das ist schon süß. Solche kleine Plüsch-Kirbys. Ich brauche mehr Plüsch-Kirbys. Teddy hat mir ganz viel geschenkt. Ich habe so ein ganzes Regal mit Plüsch-Kirbys. Und, das ist wirklich ganz voll. Also, auf Twitter gab es mal ein Bild. Wenn jemand mal mein Plüsch-Kirby-Regal sehen will, dann muss er ein bisschen weit scrollen. Ich glaube, es war im März. Wurde ich doch relativ gut abgesahnt. Sind jetzt 6 One-Ups? Ah, sind nur 2. Okay, 4. 4 auch. Okay, wäre auch zu übertrieben wahrscheinlich. Aber nehme ich gerne hin. Ja, Game Over werden wir wahrscheinlich nicht gehen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Dafür bin ich eigentlich recht gut in Kirby's Dreamland. Adventure. Wir spielen Adventure, nicht Dreamland. Ah, ich habe Adventure schon so lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war es schon 16, ich glaube 2016 oder 17 gewesen. Ich werde wahrscheinlich auch gleich die Fähigkeit wechseln. Weil Beam ist für mich jetzt nicht sehr interessant. Ja, man muss auch sagen, die Special, also Abilities sind hier schon sehr minimal. Also,
jede Special Ability kann nur einen Angriff und nicht mehrere, wie man es in heutigen. Oh, warum habe ich meine Fähigkeit weggeworfen? Oh, das ist gerade echt schlecht. Aber naja, wir besiegen hier. Boah, wie hieß du denn? Poppy Junior? Irgendwie so. Oh, ich sag ja, das mit den Namen muss ich noch echt lernen. Ich kann die Namen alle noch gar nicht. Oh mein Gott, verkacke ich gerade gegen den. Aber normalerweise kämpfe ich auch mit Fähigkeiten gegen den und nicht mit alleine. Ja, normalerweise kann man dann die Bosse einsaugen und wir bekommen Crash. Nicht Bombe. Bombe gab es, glaube ich, erst in Superstars. Und Crash ist so eine Einmalfähigkeit. Kann man nur einmal verwenden. Kann ich jetzt mal zeigen. Und Kirby explodiert, rast durch den Bildschirm und lässt alles explodieren. Aber der normale Poppy-Dingens da, ich glaube, der hieß Poppy Junior. Irgendwie so. Ah, mein Kirby-Wissen. Ah, es enttäuscht mich. Ja. Gibt keine Crash-Fähigkeit. Wollen nicht alle schon mal Crash Bandicoot sein? Ja, und was das Spiel auch gerne tut, ist laggen. Ich glaube, es gibt eine Nintendo 3D Classics-Version für den 3DS. Habe ich nie gespielt, tatsächlich. Soll aber sehr hübsch sein und nicht laggy. Da wurden halt NES-Spiele sehr aufgehübscht. Deswegen, ja. Soll aber nicht laggy sein. So wie ich es gehört habe. Und dann gibt es noch das Remake, Nightmare Dream. Ich glaube, hier kann man rein. Ja. Ein paar Secrets kenne ich doch noch. Ein paar wenige. Kann ich hier runter noch? Nee, ich riskiere es jetzt nicht. Ja, dann gab es noch Nightmare Dreamland. Das ist das Remake zu dem Spiel für den Game Boy Advance. Mit einem Multiplayer, welchen ich noch nie gespielt habe. Und das sah auch hübsch aus. Es sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Und draußen explodieren Dinge, weil das Fenster ist geöffnet und dann hört man hier Brumm, Brumm. Tut mir leid, falls man das hört, aber ist halt so. Genau. Das sieht, also Nightmare Junior ist ein sehr hübsches Spiel. Und ich mag es aber nicht, also ich mag es schon, aber ich mag Kirby's Adventure ein bisschen mehr. Und ich glaube einfach, weil ich diese, ich nenne es mal NES-Grafik, NES-Ästhetik, würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß, Englisch, geil, wenn man immer an englischen Begriffen im deutschen Let's Play. Ich mag einfach dieses NES-Feeling hier. Es sieht echt schön aus. Für ein NES-Spiel ist das echt. Ich mag es. Es ist super. Und ja, wenn Kirby einmal getroffen wird, verliert er seine Fähigkeit. Etwas, was ich an dem Spiel nicht so mag. Und damit müssen wir leben. Wir müssen damit sehr leben. Ich könnte nämlich jedes Mal weinen. Ja, Feuerball ist auch nicht so eine Fähigkeit, die ich ganz toll mag. Ich habe so meine Lieblingsfähigkeiten, die nennen sich Schwert. Und ja, eigentlich ist es Schwert und Boomerang. Damals war ich noch ein Fan von Boomerang. In den neuen Kirby-Spielen eher weniger. Schwert aber tatsächlich blieb echt weit oben. Also Schwert mag ich. Ja, und jetzt denken wir hier, wenn wir den Feuertypen einsaugen, bekommen wir nochmal Feuer. Aber nein, wir bekommen nicht Feuerball, sondern Feuer. Und Kirby kann sich so nicht in den Feuerball verwandeln, sondern kann halt nur Feuer spucken. Warum? Ich weiß nicht, ob man es einfach nicht hinbekommen hat, zwei Angriffe gleichzeitig zu programmieren oder ob man einfach nicht wollte, dass man den ganzen Feuerball einsetzt aus Versehen. Ich weiß nicht, welcher Grund dahinter steckt, aber ich bin froh, dass man später Feuerball einfach mit Feuer verbunden hat. Und ich glaube, diese großen Türen sind die Ziele. Und ihr merkt auch schon, die Level sind nicht lang. Die sind absolut nicht lang. Das Spiel, ich vermute mal, wird jetzt sechs Parts lang gehen. Also erwartet nichts Langes. Ich glaube, die Welt ist sogar noch relativ kurz. Ich glaube, die ist jetzt sogar nach dem Level, nach dem vierten Level vorbei. Hier haben wir das Museum. Genau. Und da bekommen wir ein paar schöne Fähigkeiten wieder mal geschenkt. Ignoriere ich es erstmal. Benutze ich für Wispy Wood. Woods. Wir haben gelernt, es ist Wispy Woods. Und oh mein Gott, ich hab gespoilert, dass Wispy Woods der Boss ist. Tut mir leid. Oh nein. Nein, gib mir die Fähigkeit. Denn hier haben wir. Oh, wie hieß er denn? Mr. Frost? Hieß er Mr. Frost? Oh, früher kannte ich die Namen alle. Ich habe viel zu wenig Kirby gespielt in letzter Zeit. Deswegen ich die Namen alle vergessen habe. Frosty? Ich weiß es nicht mehr. Also eins ist klar, ich muss mir diese Kirby-Namen alle merken. Aber das Problem ist, die werden ja auch nirgendwo angezeigt. In Amazing Mirror zum Beispiel. Amazing Mirror zeigt die Namen, glaube ich, immer an. Da standen die Namen dann unten rechts mit einer Lebensanzeige immer dabei. Diese Lebensanzeige fand ich ein bisschen immer unnötig, aber sie war da. Und sie hat die Namen angezeigt. So konnte man die Namen recht gut lernen. Aber irgendwie kam ich nie dazu, das zu lernen. Komm, weiter nach oben und nicht sterben.
Eis finde ich aber auch tatsächlich ganz nett in dem Spiel, weil es doch recht OP ist. Aber hier, ich muss sagen, diese Baum-Szene hier, dieses Baumdesign und Meta Knight. Meta Knight ist sowieso ganz komisch in dem Spiel, weil Meta Knight kann sich nicht entscheiden, auf wessen Seite er steht. Hier hilft er uns gerade mit dem Lollipop. Vielleicht wollte er auch einen der Schergen den Lollipop geben, aber Fakt ist, ich weiß nicht, auf wessen Seite Meta Knight steht. Weil einerseits will er uns helfen, aber wir werden noch sehen, er möchte uns aber auch sehr stark behindern. Und ich verstehe Meta Knight nicht. Ich verstehe ihn wirklich gar nicht. Denn später wird er noch richtig nerven. Ich habe auch schon vergessen gehabt, dass er, sag mal, so präsent ist. Gut, wir holen das mal hier. Schwert. Wir holen uns nicht Schwert. Ich wusste nicht mal, dass man die umbringen kann. Wir holen uns jetzt Schwert. Ich mag das Museum. Das ist immer ganz schön, wenn man die Fähigkeiten bekommen kann. Und da haben wir so eine Art, ich glaube, Warpstar Station war das, so eine Art. Man kann schnell die Welten wechseln. Und ja, Wispywoods ist jetzt der Boss. Schnell. Ich mache meistens bei dem Boss einfach nur das hier, weil das funktioniert. Spätere Bosse kann ich nicht so gut, aber das hier funktioniert irgendwie immer. Also, wenn man Wispywoods schnell töten will, Schwert und Spam. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Fähigkeiten auch so leicht geht. Aber ich benutze gerne Schwert und Spam. Das funktioniert gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Ich vermute mal, es waren jetzt mal 10 Minuten. Ja, und dann kommen wir schon zu Welt 2, Ice Cream Island. Meine Lieblingswelt kommt erst in der nächsten. Also die nächste Welt. Das ist meine Lieblingswelt des Spiels. Mit der, meinem Lieblingsfact des Spiels. Genau. Auch hier müssen wir uns noch keine Sorgen machen mit 100%. Also mit Big Switches suchen. Die ich alle nicht kenne. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, ich rede jetzt hier mal in dieser Welt erstmal um Ice Cream. Also, ich weiß nicht, was ihr gerne für Eissorten esst. Also, bei mir ist es immer so, ich bin eigentlich nur ein Schoko-Fan. Stracciatella ist eigentlich auch dabei und Vanille auch. Aber Schoko ist eigentlich ganz oben. Aber dann, als ich bei Teddy war und zur Beziehung relativ am Anfang war, hat sie so ein geiles, ich mache jetzt mal keine Werbung, aber geiles Stracciatella-Eis. Oder Stracciatella, glaube ich, spreche mir das raus. Weiß ich. Ich habe es immer Stracciatella ausgesprochen, aber ich habe dann irgendwann mal rausgefunden, das spricht man, glaube ich, Stracciatella. Stracia oder irgendwie so aus. Finde ich sehr weird, weil irgendwie sagt es jeder Stracciatella. Bin ich der Meinung. Genau. Und dieses Stracciatella-Eis, das ist richtig geil. Das ist super gut. Und das ist mein Lieblings-Eis ever geworden. Okay, ja, will ich Tornado zeigen? Kriege ich Tornado noch? Tornado ist so eine Fähigkeit, die habe ich damals nicht verstanden. Ja, man düst einfach nach vorne. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht gedrückt halte, düsen wir nur am Boden entlang. Aber wir können, wenn ich B gedrückt halte, kommen wir auch nach oben. Und wenn ich loslasse, gehen wir wieder nach unten. Das ist für mich eine sehr gefährliche Fähigkeit. Aber sie existiert. Finde ich auch nur okay. Gehört nicht zu meinen Lieblingen. Aber es ist schön, sie dabei zu haben. Wie man so ein bisschen neutral ausdrücken kann. Ah, sie ist ein Minispiel. Da bin ich, glaube ich, gar nicht so gut. Eggcatcher. Ja, wir müssen den Knopf drücken, wenn Kirby seinen Mund öffnen soll und Eier essen soll. Ich kann das Spiel, glaube ich, nicht, oder? Kann ich's? Ich weiß es nicht. Oh, das war fies. Am Ende hat er recht. Das ist ein bisschen ausgerastet. Und das hat nur für einen One-Up gereicht. Ach so, gut. War gut. Aber ich habe auch ein bisschen Übung, denn in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Da gab es ja das Magolorland, welches ich liebe. Also, diejenigen, die meinen Top 10 2023 Video gesehen haben, wissen, dass ich das Magolorland ein bisschen sehr liebe. Und ja, Needle. Oh, ja, Needle gibt's auch, habe ich schon vergessen. Und bei Magolorland gab es dieses Eggcatcher-Minigame auch. Und das habe ich gesuchtet. Das Magolorland habe ich selbst gesuchtet. Super geil gewesen. Richtig schön. Kämpfe ich mit Needle? Wir haben Needle noch nicht so viel gesehen gehabt. Also, legen wir los mit Needle. Können die mich verletzen? Ich weiß es gar nicht. Wir sind jetzt auch in einer schönen Wüste. Ich bin kein Fan von Wüsten. Ich wusste auch gar nicht, dass wir hin sollen. Es ist schon eine Wüste. Es ist kein Strand. Ja, Needle ist jetzt nicht meine Lieblingsfähigkeit. Merkt man vielleicht. Genau. Und jetzt haben wir hier Wheelie. Oder Wheel. Ich glaube, die Gegner heißen Wheelie. Genau. Und dann können wir einfach hier rumdüsen. Können wir springen? Nee, springen können wir nicht. Das ist gefährlich am Wheel. Ich glaube, später kann man springen.
Und ich muss jetzt auch mal sagen, ich finde für NES-Verhältnisse ist das sehr, sehr schön. Hör auf zu wheelen, Kirby, bitte. Ja, und das Level ist ein bisschen auf Wheel ausgelegt. Noch. Ich glaube, danach nicht mehr. Aber, naja. Dann wird es auch noch ein paar böse, ich nenne es mal Rätsel, geben mit Wheel, wo man dann schnell einen Parcours machen muss, bevor Blöcke kommen, die den Weg versperren. Aber dazu kommen wir noch. Ich weiß aber nicht, ob die wichtig waren für die 100%. Kranfieber. Ja, ich mach die Minigames einfach mal ein bisschen mit. Die One-Ups werden nicht nötig sein. Die sind wirklich das geringste Problem. Also, sterben im Spiel ist nicht wirklich schwer. Das ist keine gute Position. Jawohl. Es ist schon niedlich, wie der Kirby da mitgenommen wird, oder? Ja, ich hab's mir immer schon gedacht, das ist keine gute Position. Das sah auch nicht gut aus. Komm mit, wir wollen dich mitnehmen. Das ist auch nicht gut. Wir probieren ein bisschen so unter die Arme zu greifen. So ein bisschen so unter die Achselhöhlen. So ein bisschen mitnehmen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das berechnet wird, aber... Naja. Ich hätte auch gerne den schlafenden Gegner dort. Den hätte ich auch gerne. Ja, also meine Kirby-Plüschsammlung, die wird irgendwann auch mal erweitert sein. Allgemein, ein bisschen mehr Kirby-Merchandise. Daddy schenkt mir viel zu viel Kirby-Merchandise. Das muss man wirklich mal sagen. Viel zu viel. aber leider sage ich halt auch nicht, hör auf, sondern ich sag, ich mag das. Wirklich. Ich habe hier Kirby-Plüsch. Ich muss mir mehr Kirby-Plüsch auf PlayAsia mal kaufen. Da kaufe ich allgemein immer sehr gerne ein. Weil da gibt es halt wirklich schöne Sachen aus Japan. Genieße ich immer. Bin ich großer Fan, also ich kann PlayAsia empfehlen. Mag ich. Da habe ich auch jetzt... Oh, boah. Das war schwer, oder? Das zu machen. Kriegt man das überhaupt hin? Nehm das Schwert nicht. Schade. Ich komme da jetzt aber gerade nicht rein. Na, dann werden wir es halt ignorieren. Weil, wie wir wissen, ist es eh nicht wichtig für die 100%, weil das beginnt erst ab... Ich glaube, auf dem ersten Level sogar schon in Welt 3. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mache. Wahrscheinlich spiele ich trotzdem erstmal bis zum Finale und dann sehen wir mal, ob ich die dann nachhole. Vermute ich. Ich werde es wohl so machen, ja. Gehen wir nach oben oder nach rechts? Man merkt schon, das Level ist ein bisschen weitläufiger. Ach man, jetzt hätte ich das Schwert gebrauchen können. Naja. Es gibt ja schon ein paar Secrets, die ich alle nicht bekommen kann. Weil das Spiel ist noch ein bisschen unfairer. Weil hier bekommt man nicht immer die Fähigkeit, die man gerade braucht, für, um das Rätsel zu lösen. Nicht wie in den neueren Kirby-Spielen. Nein, hier ist es wichtig, dass man manche mal aus anderen Level-Fähigkeiten mitbringt. Und ja, mit Meta Knight. Wie ich sagte, er ist eigentlich auf der guten Seite, aber irgendwie ist er auch nicht auf der guten Seite. Und ich verstehe ihn nicht. Meta Knight ist sehr, sehr komisch. Ja, und er schickt halt seine Schergen. Die sind auch... Bisschen seltsam, würde ich sagen. Oh, scheiße. Dann sterbe ich gegen die jetzt. Das ist auch peinlich. Aber peinlich würde ich es nicht nennen. Aber die besiegen mich gerade ein bisschen sehr. Aber ich fand die Kämpfe damals auch richtig schwer. Also, die fand ich nie leicht. Eigentlich müsste ich sie aber trotzdem besser beherrschen. Das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt das Unmöglichste. Sag ja. Ist gelöst. Haben wir geschafft. Und da unten können wir uns heilen. Wir können den ersten Tod des Spiels verhindern. Wenn wir ein bisschen Skill haben. Da verfolgen sie mich aber. Schnell töten. Schnell. Puste sie an. Unter Wasser. Los. Fische, die haben Angst vor Spritzwasser. Das ist normal. Habt ihr Fische, die auch Angst haben vor Spritzwasser? Ja, aber nochmal zur Eisfrage. Was ist denn euer Lieblingseis? Also wie gesagt, also die Stracciatella-Eis ist richtig geil. Normalerweise bin ich dann noch Fan von Schoko. Da gibt es auch eine Eisdiele hier. Die hat richtig gute Schoko-Eis mit richtig schönen Schokostückchen. Die sind auch richtig geil. Aber ja. Oh, Laser oder Feuer. Ah, Laser hatten wir noch nicht. Nächste Fähigkeit, von der ich kein Fan bin. Laser. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Also, gefällt mir eigentlich doch ein bisschen. Also, man kann von weit weg schießen. Das hat was. Und nochmal möchte ich kurz erwähnen, ich finde, das Spiel sieht sehr hübsch aus für NES-Verhältnisse. Ich meine, es gibt echt ugly NES-Spiele. Das ist ein Fakt, okay? Es gibt NES-Spiele, die sind einfach nicht schön. Kirby's Adventure ist nicht so ein Spiel. Und spätere Mega Man-Spiele auch nicht. Also, gerade Mega Man, ich glaube, eigentlich schon ab 3 oder so, waren doch eigentlich recht hübsch. Aber Mega Man 5 fand ich, glaube ich, sehr, sehr hübsch.
Genau. Wer Kirby-Spiele nicht kennt, die Maxi-Tomate heilt vollständig. Also ist ein vollständig Leben einfach, okay? Das ist. Man kriegt einfach die volle Lebensanzeige zurück. Das, mehr muss ich da nicht sagen. Maxi-Tomate ist toll. Wir hatten Stein noch nicht. Je nachdem, welcher Boss jetzt kommt, ist Stein die schlechteste Option, die man nehmen kann. Der Wecker. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der sich bewegt. Ja, der Stein ist, simpel ausgedrückt, ein Stein. Er ist unbesiegbar, aber kann sich nicht bewegen. Ja. Ich habe jetzt mal Stein weggemacht, weil ich die Mikrofähigkeit doch gerne haben möchte. Die bringt leider auch nicht so viel, das Mikrofon. Ich glaube, der Stern da unten rechts, diese drei, heißt, wie oft wir Mikrofon einsetzen können. In dem Fall nur dreimal. Wir fangen mal an. Und Kirby schreit den DDD-Sound aus Kirby's Dream Land. Ich kann jetzt nicht so ausrasten, weil, das Fenster ist offen. Und hier werde ich jetzt auch mal Mikrofon wieder rauswerfen. Einfach, weil hier ein Laserrätsel ist. Laser kann nämlich an solchen Schrägen abprallen und da gibt es ein paar Rätsel später. Ich weiß nicht, ob die 100% nötig sind, aber die gibt es. Ich bleib dabei, Laser ist trotzdem nicht meine Lieblingsfähigkeit. Ich würde die Fähigkeit trotzdem gerne nehmen für den Boss. Bin ich ein Fan von Heilung? Ah ja, okay. Ja, hier können wir die Schräge mal ausnutzen. Und können hier ganz einfach das Getränk holen. Ich muss trotzdem sagen, für ein NES-Spiel ist Kirby's Adventure echt innovativ gewesen. Also, ich bleib dabei. Ich würde sogar sagen, Kirby's Adventure ist mein Lieblings-NES-Spiel. Nicht, dass es jetzt viel Auswahl gäbe. Ich bin mal ganz ehrlich. Also, NES ist jetzt nicht meine Lieblings-Spiele-Bibliothek. Also eine Anzahl Spiele zumindest. Da gibt es nicht wirklich viele Spiele, die ich sehr mag. Aber Mega Man ist schon weit dabei. Und Kirby's Adventure sowieso. Das weiß ich gar nicht, was für gute NES-Spiele es noch gibt. Das sind nicht sehr viele. Ich glaube, jetzt kommt jetzt schon der Boss. Nee, es gibt noch Level 5. Okay, was wir jetzt noch zusätzlich sehen, ist hier die Arena. Die gibt es ein paar Welten auch noch. Ich glaube, eigentlich wahrscheinlich jetzt in jeder Welt. Und hier werden wir halt Bosse bekämpfen. Mini-Bosse. Hier kämpfen wir wieder gegen Mr. Frost. Wenn er so heißt. Und können, wenn wir wollen, eine Maxi-Tomate bekommen. Oder auch seine Eisfähigkeit. Also dazu noch. Brauche ich jetzt aber nicht. Machen wir hier weiter. Und ich glaube, dieses Level war ein Level in NES Remix 2. NES Remix 2, weiß nicht, ob das werde ich überhaupt noch kennen. Also, ich liebe NES Remix. Ja, aber du sagst gerade, du magst NES nicht. Ist mir egal, okay? NES Remix ist ein gutes Spiel. Wie ihr wisst, ist ja jetzt vor einem Monat für euch, dass dieses NES World Championship rausgekommen. Und NES Remix war dieses World Championship in besser. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss dieses World Championship noch spielen. Wir gehen mal nach unten lang, weil es das Schöne am Wheel ist, Wheel kann durch Gordos durch. Gordos sind diese Stacheldinger. Hier, die hier. Genau. Naja, und NES Remix, das war halt auch so eine Challenge NES-Sammlung. Man muss da halt zum Beispiel diesen kleinen Parcours, den man jetzt hier hat, ohne getroffen zu werden, überstehen. Oder besiege 10 Waddle-Dees so schnell du kannst und bekommst halt eine Sternebewertung. Kann man hier rein? Das sieht so aus, als könnte man hier rein. Es sieht zwar nur so aus, aber skeptisch finde ich es trotzdem. Ich meine ja nur. Welche. Auch hier unten, das sieht ein bisschen. Das sieht seltsam aus. Ich will es nur sagen. Weil Kirby-Spieler haben schon böse Secrets manchmal. Manchmal schon, okay. Ah, hier haben wir Boomerang. Boomerang haben wir noch gar nicht gehabt. Ich warte mal nochmal, bis Sir Kübel nochmal schießt. Weil ich glaube, die heißen Sir Kübel. Ich nenne sie jetzt einfach so, okay? Nein! Nein, ich will ihn haben. Cutter, okay. Cutter-Messer, aber eigentlich ist es ein Boomerang, okay? Genau. Naja, und NES Remix war dann auch nochmal speziell mit. Ich glaube, da muss man diesen einen Waldabschnitt am Anfang jetzt gerade ohne Hit schaffen. Okay, wechseln wir zu Jump. Ich muss ja mal alle Fähigkeiten ein bisschen vorstellen hier. High Jump. Ist eigentlich, ich würde schon sagen, eine OP-Fähigkeit. Die ist eigentlich unbesiegbar und man kommt halt durch alles durch. Ja, und dann gibt es diese Bomben, die sind nervig. Ich hasse sie.
Oh mein Gott, hör auf mich zu mobben, okay? Kann man in den Mund rein? Nö, okay. Genau, und dann gibt es noch so Remix-Level in NES-Remix. Das ist dann zum Beispiel sowas wie... Mario läuft jetzt durch Kirby's Adventure durch. Oder Link muss in Donkey Kong Arcade Game Pauline retten. Sowas in der Art gab es dann für NES Remix. Und ich habe das geliebt. Es war wirklich spaßig. Vor allem NES Remix 2. Mit besseren Spielen, viel spaßiger. Aber Mario Post 3 würde ich noch als gutes Spiel bezeichnen. Tatsächlich. Ja, genau. Jetzt haben wir hier unten noch die Warp Station. Also wir können dann jetzt hier durch die Welten... wandern, wie wir wollen. Wir können jetzt zur Welt 1 zurück, wenn wir wollen. Besteht aber kein Interesse. Genau, wie ich sagte, will ich eigentlich noch gerne im Museum Laser holen für den Boss. Es gibt nur selten Bosse, wo ich keine Fähigkeit benutze und eine Welt 5 hat. Ein Boss, wo ich das dann, wo ich auf die Fähigkeit gerne verzichte. Okay. Ja, ich baller hier einfach durch. Wir haben hier eine Künstlerin. Lustigerweise gibt es noch keine Kunstfähigkeit, aber... Ja, und ich baller hier einfach gerne meistens durch. Bin zwar trotzdem kein Laser-Fan. Oh, okay, da kam sie jetzt aber überraschend. Obwohl sie auch so ein Boss ist, wo ich sagen würde, kann man ohne Fähigkeit machen. Oh, normalerweise bleibt sie nie so lang oben. Okay, jetzt übertreib mal nicht. Das macht sie wirklich nie. Also... Oder kommt sie immer dahin, wo ich immer stehe? Das wäre mir jetzt neu, muss ich sagen. Ich glaube, die kommt wirklich immer dorthin, wo ich gerade stehe. Das wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Nee, gerade jetzt hat es nicht gestimmt. Aber irgendwie stimmt es schon. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Kirby Dance.